So, willkommen im jetzt vierten Part vom Let's Play zu Nier Automata. Wir sind gerade dabei, den Goliath zu zerstören. Wir sollen jetzt einen S retten, weil der aus einer relativ hohen Höhe gefallen ist. Und jetzt schauen wir mal weiter, was jetzt passiert. 9S! Wie ihr sehen könnt, ist 9S ein Roboter. Falls ihr da jetzt was erklären, bist euch. Wie ihr euch sicherlich denken könnt, ist. To be hier wahrscheinlich auch kein Mensch, sondern auch so ein Roboter wie 9S. I have to repair him. Hod, get me staunching gel and logic virus vaccines. Then access the... Inadvisable. The subject's vital signs are too poor to attempt field repair. Shut up! Just do what I say! To be... Just go. You shut up too. We're soldiers. We take pride in our service. HO-229 flight unit, command 677 received. Usage rights transferred from 9S to 2B. Requesting acknowledgement. Please. All right. Nicht, dass er stirbt. Wie soll sie ihn retten? Ich denke mal, das liegt daran, dass sie die anderen alle verloren hat. Die wir am ersten. Vielleicht sollte ich aufpassen, bevor ich hier jetzt noch weiter nachmache. Okay. Könnte es gewesen sein mit dem Laserschlag, der. I didn't know the machines had that kind of intelligence. QB. I found a weakness in the target. Hacking in to provide support. QB. The control. On the enemy's upper arm, use your pod. Should be able to take it over. I told you to shut up! Er sollte die Presse halten. Sie möchte nicht, dass er sich zu übernimmt. Das ist ein Stern. Ja, das Control ist schön. Of upper arm. Seized from enemy unit. Marking weak point. Got it. Yeah. Control system. Affirmative. Infiltrating enemy subunit. Behavior table adjusted. Balance controls overridden. Enemy unit subjugation complete. Ja, jetzt haben wir einen getroffen. Oh, erstaunlich. Dass sie so ein fettes Teil so einfach bewegen können. Noch ein Schlag. Ich hoffe das mal. Oh. Talk about bringing the battle to them.
R2B. Contact command. Request assistance. No. It doesn't look like that's going to be necessary. Oh, great. I don't imagine that this is going to end well. The black box. It's ready. Right. Requesting destruction of enemy hostiles via black box reaction. Request accepted. Doobie, it was an honor to fight with you. Truly. The honor was mine. So, da haben die sich jetzt in die Luft gejagt. Und jetzt sind wir wortwörtlich im Himmel, scheinbar. So. Triff dich erneut mit 9S. Kommen wir nicht rein. Kann man nichts machen. Kann man nicht rein. So. Mission complete and all that, huh? The Goliaths were wiped out, and we secured a route into enemy territory. Now we can... 9S. Yeah? Thank you. For uploading my data to the bunker. So hat sie jetzt überlebt. Der hat noch einen hochgeladen in den Bunker, wo wir jetzt wohl sind. Daher lebt sie jetzt mit ihren Erinnerungen weiter. I did that? Sorry, I don't remember. There wasn't a whole lot of bandwidth down there, you know? I probably only had enough time to back up your memories. Oh yeah. Mine are only intact up to the point just before we rendezvoused. I see. Glory to mankind. Glory to mankind. Oh je. Was da wohl in ihrem Kopf vorgeht. So, nutze für sein Nachrichtensystem. Da werden wir uns mit dem Internet verbinden. Und den aktuellen Fortschritt wollen wir natürlich speichern. So. Dann nehmen wir auch den Spielstand hierher. Und damit ist das Tutorial abgeschlossen. Soweit zur Spoilerwarnung. 5012 AD. The year mankind's glorious history came to a sudden and abrupt end, when the world was invaded by aliens from beyond the stars. The aliens unleashed a new breed of weapon, machine life forms, that all but annihilated human civilization. The handful of survivors that remained fled from Earth, seeking refuge on the moon. 5204 AD. Humanity launched its counterattack, deploying an army of androids from a network of orbiting bases.
But after more than a dozen large-scale descents upon the enemy, we still haven't managed to repel the invaders. That is why you, the Yorha forces, exist. To break this stalemate, once and for all. You are our ultimate weapon, and you must put an end to this war. Understood, sir. I wish you good hunting. Glory to mankind! Glory to mankind! Glory to mankind. So, also wie wir gerade gesehen haben, die Menschheit wurde fast ausgelöscht. Es leben noch einige Menschen auf dem Mond. Und wir sind nicht im Jahre 11.000 nach Christus, sondern wirklich nur 5.200, 300 nach Christus. So. Zuerst müssen wir die Helligkeit einstellen. Das Spiel wird währenddessen aufgezeichnet. Will das rechte Symbol darf sichtbar sein. Also gut, legen wir los. Wir gehen alle Einstellungen nacheinander durch. Fangen wir mit der Helligkeit an. So, kann jetzt hier hell, dunkel. So, das müsste so passen. Ja. Da für die Nachwelt aufgezeichnet wird. Sie müssen mich hören können. Can you hear me? Hello? Go ahead and adjust your settings so you can hear me, all right? Adjust the settings until you can hear my voice. Wann können wir dich denn hören? Could you try and pick up the pace a little bit? This is getting embarrassing. Ma'am, are you there? Can you hear me? Hello? Go ahead and adjust your settings so you can hear me, alright? Aber ich glaube, der... Adjust the settings until you can hear my voice. Alright, are we good now? Ich glaube, das ist hier eine Autoaufnahme. Mehr, viel mehr sagt er nichts. Es geht mir gut. Nein, lass deine Stimme beruhigen. Oh, thank you. Oh, da wird er verlegen. That takes care of the settings. Hold on. Your self-destruct permissions are missing. Wait a sec, we need to restore those. I could set it for you, but you should probably do it yourself. Regulations and all, you know? Ach ja, das erinnert mich an die Arbeit. Zu dem Punkt hinführen, wo man was machen kann. Und dann denjenigen machen lassen, dem man eigentlich helfen sollte. Die Selbstzerstörung schalten wir aus. Wir wollen uns jetzt erstmal nicht selbst zerstören. Wait, no. You need to leave that turned on. Oh, gib dem hier dann die Möglichkeit. Yeah, you can't really do that. It needs to be turned on, except in very specific cases. Okay, dann machen wir's halt eben. If things go wrong during an op, you may have to sacrifice yourself in order to finish it. So, once you're finished making adjustments, you can go ahead and close this out. Das ist ja bei den Goliaths passiert. Vor 10 Minuten, 8 Minuten, 9 Minuten, irgendwie sowas. Wir sind jetzt schon bei fast 14 Minuten. So. So sieht Tobi ohne Augenband aus. Nines. The commander's put me in charge of your maintenance, ma'am. That means I'll be performing regular checks on you from now on. I see. Oh, don't worry. We 9S models are the best around, you know. Though I suppose we're not exactly known for our modesty. Schön, dass man den Portier so bewegen kann. Hm? What is it, ma'am? Stop calling me ma'am. Huh? There's no need to be so formal. All right. If you say so. Oh, da muss ich ihn wieder dran erinnern. Oh, I almost forgot. Aber. The commander was calling for you. We better go see what's up, ma'am. To be. So, was sagt denn der? Nein. Ah, hier können wir shoppen. Nur weil
wir brauchen hier jetzt erstmal nichts. Die Autochips, die können wir eh nicht ausrüsten, weil es halt einfach nur einfach in Spielmodus ausrüstbar ist. Blendet ein Symbol ein, wenn Angeln möglich ist. Braucht man das. Und wir dienen der Erfahrungspunkte, braucht man auch erstmal nicht. Schließlich sind wir hier in einem Bunker. Ob man hier kämpfen kann oder nicht, keine Ahnung. Ich habe eine E-Mail. You need to be near an access point to save your data. You can see access points on the close range map. Be sure to save often. Ja, dann machen wir das doch gleich. Dann gehen wir hier hin. Zugriffspunkt Postfach. Wähle an einem Zugriffspunkt Posteingang aus, um deine Mails zu lesen. So, Serververwalter, Testmail. Absender, Serververwalter. Diese Nachricht dient der Verifizierung deines E-Mail-Accounts. Mitglieder, die Probleme mit dem E-Mail-System haben, sollten so schnell wie möglich ihren Vorgesetzten kontaktieren. Reden, wenn die Mails nicht funktionieren. IT-Abteilung, leitender Stellfeld, eine Servertechniker. So. Und dann sagen wir jetzt halt hier schnell speichern, so speichern wir den Fortschritt. Dann war es jetzt halt hier auch schon mit dem Tutorial und diesem letzten Part. Diesmal mit 16 Minuten Länge. Und wie immer, falls ihr irgendwas habt, was ich verbessern machen könnte, falls ihr Anregungen habt, ich würde mich da auf jeden Fall auf eine Rückmeldung freuen, sofern ihr mich an der Stelle findet und auch die Videos angeschaut habt. Also dann tschüssi!